Ja, wir stehen hier in der Geiervoliere im Tierpark Berlin, wo wir neben verschiedenen anderen Geiern natürlich auch unsere Bartgeier halten. Der Bartgeier ist in seinem natürlichen Verbreitungsgebiet bedroht und wir arbeiten mit einem Wiederansiedlungsprogramm der Vulture Conservation Foundation zusammen und stellen schon seit über 20 Jahren regelmäßig junge Bartgeier zur Verfügung. Diese jungen Bartgeier sind bei uns hier im Tierpark Berlin geschlüpft und werden dann, wenn sie 6 Monate alt sind, wieder im natürlichen Verbreitungsgebiet, zum Beispiel in den Alpen, in den Pyrenäen oder im französischen Zentralmassiv wieder angesiedelt. Und in diesem Jahr haben wir zum ersten Mal für die Brut der Bartgeier die Unterstützung der Firma Netco uns geholt, die uns mit einer Kamera unterstützt haben. Mit dieser Kamera konnten wir während der Brutperiode die Vögel in ihrem Horst beobachten. Leider ist es nicht zu einem Schlupf gekommen dieses Jahr. Wir hatten also leider keinen Erfolg. Das kommt immer mal wieder vor bei Geiern. Aber nichtsdestotrotz hat uns die Kamera dabei sehr geholfen. Denn wir konnten so die Bartgeier bei der Brut beobachten, konnten sie auch beobachten von Abstand über unsere Computer oder auch auf dem Smartphone, ohne dass wir hier an der Anlage stehen mussten und die Bartgeier dann vielleicht auch beeinflusst sind durch uns. Und dadurch haben wir auch sehen können, dass sie eigentlich zum Ende der Brutperiode, der Brutdauer, gar nicht mehr so oft auf den Eiern saßen, was natürlich dann schon uns ein bisschen gesorgt hat. Aber dadurch, dass wir das so früh gesehen haben, konnten wir auch eingreifen und konnten die Eier rausnehmen. Die Kamera hätten wir natürlich auch gerne genutzt, um auch die Jungtieraufzucht zu überwachen. Deswegen haben wir uns ja auch so gefreut, dass uns die Firma Netco diese Kamera zur Verfügung gestellt hat. Nichtsdestotrotz war die Kamera sehr hilfreich, wie ich gerade gesagt habe, weil wir eben auch wirklich während der Brutdauer so spezifisch eingreifen konnten, als wir gesehen haben, dass etwas nicht stimmte. Und genauso gut hätte es natürlich dann auch sein können, dass die Eier trotzdem befruchtet waren. War dieses Jahr leider nicht der Fall. Wir haben die Eier dann noch in eine Brutmaschine gelegt. Leider hatte das keinen Erfolg, denn die Eier waren unbefruchtet. Und so werden wir dann natürlich auch hoffentlich in den nächsten Jahren wieder Bartgeier-Nachwuchs haben, sodass wir auch die Bartgeier-Population in der Natur unterstützen können.